Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video für meinen Channel Stormbreaker 1996. Heute zeige ich euch, wie ihr mit relativ wenig Mittel und Aufwand eine lustige Fotomontage erstellen könnt, bei der zwei Themen, die normalerweise nicht zusammenpassen, mit Hilfe einer Google-Suche lustig miteinander verknüpft werden. Hierfür benötigt ihr lediglich ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm. Ich verwende hier einfachheitshalber mal Microsoft Paint, das bei jedem Windows XP PC vorinstalliert sein sollte. Das findet ihr hier. Ihr könnt aber auch ein anderes Bildbearbeitungsprogramm benutzen. Zunächst einmal braucht ihr zwei Themen, die normalerweise nicht zusammenpassen. Oder halt von denen ihr erwartet, dass Google sie nicht in Verbindung bringen würde. Für mein Beispiel habe ich Weltfußballer 2012 und Hans Sapai gewählt. Aber ihr könnt auch verschiedene Hassobjekte von euch zusammenbringen. Zum Beispiel, ihr gebt ein Hurensöhne und Google spuckt dann euch aus, BVB Borussia Dortmund oder wie ihr wollt. Lasst euren Fantasien da freien Lauf, es sind euch keine Grenzen gesetzt. Und ich zeige euch mal, wie das dann am Ende aussehen soll. Also ihr gebt hier oben dann den ersten Begriff ein, also in meinem Fall Weltfußballer des Jahres 2012 beispielsweise. Das ist dann der obere Teil der Fotomontage und der untere Teil ist dann zum Beispiel das andere Thema, in meinem Fall Hans Sapai. Genau, Hans Sapai. Und damit das Bild am Ende gut wird, schneiden wir das Bild dann auch aus. Das wird dann am Ende nur dieser Bereich von Hans Sapai hier bis hier oben sein. Da die unteren Einträge meist relativ uninteressant sind, das könnt ihr da klar auch drin lassen, falls euch das interessiert oder so, oder halt nicht, falls euch interessiert, sondern falls ihr es drin haben wollt, damit es authentischer wirkt. Aber in meinem Beispiel werde ich jetzt nur mal diese obere Kopfzeile und dieses meinten Sie-Satz einfügen. Die ganzen Bilder, diese Screenshots tue ich zu meinem Bildbearbeitungsprogramm hinzufügen, indem ich auf meiner Tastatur über der Entfernen-Taste die Taste Druck SABF drücke. Das erste, was ich mache, ich nehme die Kopfzeile hier und gebe mal meinen ersten Satz ein. Weltfußballer des Jahres 2012, genau. Enter drücken. Dann drückt ihr auf Druck SABF und es ist automatisch in eurer Zwischenablage gespeichert, der Screenshot im Moment. Dann geht ihr auf Microsoft Paint hier, klickt auf Einfügen und nun habt ihr es eingefügt. Jetzt kommt es darauf an, was ihr genau zuschneiden wollt. In meinem Beispiel will ich relativ viel wegschneiden, sodass ich nicht so viel Unnötiges auf meinem Bild habe, sondern nur die wesentlichen Merkmale. Hierfür müsst ihr ungefähr, ich würde sagen mal so eine Größe ungefähr nehmen und ausschneiden. Klickt, also ihr markiert es hier mit diesem Auswahlwerkzeug und dann auf Ausschneiden oder Kopieren. Dann macht ihr eine neue Datei auf. Änderung braucht ihr nicht speichern. Klickt auf Einfügen und ihr habt es hier. Im nächsten Abschnitt gebt ihr dann wieder das andere Thema ein, also in meinem Fall Hans Sapai. Und das Wichtigste ist, ihr dürft es nicht wirklich richtig schreiben. Also wenn ihr Hans Sapai schreiben würdet, dann wird ja nicht so was meinten Sie kommen, sondern ihr müsst einen kleinen Rechtschreibfehler einbauen. Also zum Beispiel H, wie Hans, wie bei mir mit Doppel-A, also Hans. Und sonst kommt dann nicht dieser meinten Sie-Satz, der eigentlich der größte Gag ist. Weil meinten Sie, das verbindet man eigentlich, also nicht so wirklich mit einer Maschine, dass sie sowas sagt, oder halt mit so einem Algorithmus, den Google verwendet, und das wirkt dann immer am lustigsten. Also Hans Sapai, ich schreibe es mal groß. Hans Sapai, ja egal, macht jetzt keine Auswirkungen. Dann drückt er wieder auf Druck SABF, öffnet wieder Photoshop, diesmal macht er gleich hier ein neues Photoshop auf, nicht Photoshop, tut mir leid, Paint. Neue Paint-Datei, klickt wieder auf Einfügen. Geht hier wieder ungefähr auf Ausschneiden. Schneide lieber zu viel aus als zu wenig. Das mache ich jetzt gleich nochmal. So hier, ab hier schneide ich so aus. So in etwa. Genau, klicke ich wieder auf halt hier kopieren. Und dann eine andere Datei auf Einfügen. Nun habt ihr es hier oben. Müsst es etwas verschieben, sodass es wieder passt. Hier habt ihr eine kleine Hilfe, habt ihr diesen roten Punkt hier an der, oder die roten Streifen an der Seite, dass ihr es gut einteilen könnt. Meinten Sie jetzt selber, ja, das schaut jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Und jetzt seht ihr hier unten, hier sind noch ein bisschen was abgeschnitten und so, das wollen wir auch noch rausbekommen.
Deswegen nimmt er wieder das Auswahlwerkzeug von ganz oben in der Ecke bis zu dem Punkt, wo ihr es halt haben wollt, also kurz über dem grünen hier. Wieder auf Kopieren, Teil neu, einfügen. Und das war es im Prinzip schon. Also wie ihr seht, ist es nicht viel, was ihr da machen müsst, aber trotzdem, das Ergebnis ist eigentlich recht schön. Ich speichere es euch jetzt mal ab, damit ihr das mal unter der Bild- und Fax-Anzeige unter Windows anschauen könnt. Hier als JPG-Datei, nennen wir es Hans Sapi. Dazu gehen wir jetzt mal hier drauf und ihr seht wirklich, also einem Laien fällt es nicht auf, dass es hier eine Fotomontage ist. Schaut authentisch aus, könnt da viel mitmachen, seid kreativ. Falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, subscribed. Fragen könnt ihr gerne auch drunter posten und dann bis zum nächsten Mal.